Freitag, 7. April des Jahres 30. Ein Mann wird hingerichtet. Sein Name? Jesus von Nazareth. Unvorstellbar grausam ist seine Strafe. Doch für römische Soldaten Routine. Aber was hier passiert, wird die Welt verändern. Die Geschichte von Jesu Leben, Sterben und Auferstehung rückt die Bibel ins Zentrum ihrer Überlieferung. Rätselhaftes Phänomen. Dieses Folterwerkzeug der Römer, an dem Jesus elendig starb, wurde zum Symbol der größten Weltreligion. Und er, der unter den schrecklichsten Qualen an dieser Marter zugrunde ging, wurde durch seinen Tod zu einem leuchtenden Idol. Fast 2 Milliarden Menschen bekennen sich heute zum Glauben an Jesus Christus. Das ist gut ein Drittel der Menschheit. Man verehrt ihn als den Sohn Gottes. Aber sah er sich selbst jemals so? Dieser jüdische Wanderprediger aus dem Provinznest Nazareth? Wer war dieser 30-Jährige? War er ein Prophet, ein Wunderheiler, ein Magier? Ein Rebell oder wie wir heute sagen würden, ein Aussteiger? Oder war er wirklich der Retter aller Menschen? Die Bibel erzählt, dass Jesus hier am See Genezareth lebte, in der Landschaft von Galiläa. Es ist die Welt einfacher Menschen. Von ihren Bauten haben nur die wenigsten 2000 Jahre überdauert. Eine Region weit ab von den Metropolen der damaligen Zeit und doch mittendrin im politischen Geschehen. Denn die Heimat von Jesus ist Teil des römischen Imperiums, Teil eines Weltreichs, das von einem Punkt aus regiert wird, vom mehr als 2000 Kilometer entfernten Rom. Das Rom der Kaiserzeit, Inbegriff von herrschaftlichem Glanz und militärischer Stärke. Die Eroberungen, die von hier ausgingen, hatten in Jahrhunderten das größte Reich der Antike geschmiedet. Und eine Politik der Härte hielt den gewaltigen Vielvölkerstaat zusammen, der sich in imperialen Gebäuden feierte. Die Römer haben es verstanden, alle Völker in ihrem Machtbereich zu integrieren. Alle haben das akzeptiert. Auch die Juden großenteils. Dennoch gibt es in Palästina eine resistente Gruppe, die die Römer nicht haben integrieren können. Und zwar sind das die eigentlichen Frommen, die von Zeit zu Zeit eben immer wieder an das Erscheinen des Messias geglaubt haben. Der Messias, der Gesandte des Himmels, der kommt, um das jüdische Volk zu befreien und das Reich Gottes in Jerusalem zu errichten. Eine religiöse, eine politische Vision. Hoffnung auf die Erlösung vom römischen Joch. Sehnsucht nach Freiheit lässt die Unterdrückten zu den Waffen greifen. Doch die Römer ersticken jedes politische Aufbegehren im Keim. Jerusalem zur Zeit Jesu, eine Stadt in permanentem Ausnahmezustand. Regiert wird Palästina, die Heimat Jesu, von der Hafenstadt Caesarea aus. Mit den römischen Statthaltern zieht eine fremde Kultur ein. Sie verändert das Gesicht des Landes von Grund auf. Wir haben auch eine Umbruchszeit in Bezug auf die wirtschaftlichen, sozialen Bedingungen.
langsam entwickelte sich eine Lücke oder ein Bruch zwischen den ärmeren und den reicheren Schichten. Die Bibel spiegelt dieses Verhältnis sehr genau. Sie berichtet von den armen Menschen aus Galiläa und ihrem harten Dasein. Die Bilder, die sie in ihrer Sprache benutzt, entstammen diesem schlichten Leben. Der Halm, der im Wind weht, das Korn für das tägliche Brot, die gute und die schlechte Ernte. Eine bescheidene Welt, keine, die eine große Karriere verspricht. Es ist eine Welt von einfachen Bauern und Handwerkern, in der Jesus aufwächst. In einer ganz gewöhnlichen Familie, wie tausend andere. Die Frage, ob Jesus Geschwister hatte, kann man nun nach heutiger Sicht wieder trennen zwischen Voll- und Halbgeschwistern, was im damaligen Sprachgebrauch nicht unterschieden wurde. Von daher also ist es denkbar, und manche Interpreten gehen diesen Weg, dass Josef Witwer war mit Söhnen und Töchtern aus einer ersten Ehe, bevor er Maria heiratete. Dann wären diese Kinder Halbgeschwister Jesu, aber nach jüdischem Recht Vollgeschwister. Eine Trennung fand nicht statt, und so können die Texte völlig unbefangen von Geschwistern reden. Die Bibel nennt die Brüder sogar mit Namen. Jakob, Josef, Judas und Simon heißen sie. Josef, der Stiefvater Jesu, ist Handwerker, ein Zimmermann. Und wahrscheinlich hat auch Jesus diesen Beruf erlernt. Von seiner Mutter aber erzählt die Bibel eine außergewöhnliche Geschichte. Sie soll Jesus als Jungfrau empfangen und geboren haben. Eine bis heute für manche Christen umstrittene Überlieferung. Ich bin immer der Meinung, man soll die Bibel ernst nehmen und aber auch genau hinschauen. Wenn man genau hinschaut, so fällt auf, erstens, dass die ganze hebräische Bibel von keiner Jungfrau redet. Das heißt da eben nicht, die Jungfrau soll gebären, sondern eine junge Frau soll gebären. Alma auf Hebräisch. Ich habe nicht das geringste etwas gegen dieses Ursymbol. Das bedeutet natürlich was. Aber man sollte es nicht als biologisches Faktum nehmen. Die jungfräuliche Geburt, nur ein Fehler in der Übersetzung? Oder eines der Mysterien der Bibel? Und Maria gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. So erzählt es der Evangelist Lukas. Die Geburt in Bethlehem ist eine der schönsten biblischen Geschichten. Und der Grund dafür, warum wir jedes Jahr Weihnachten feiern. Diese Szene kennen wir alle, das Jesuskind in der Krippe und drumherum, neben Josef und Maria, die Hirten und die Kuh und der Esel. Und dann sind da noch drei weitere Zeugen. Sie sind sozusagen Ausländer, sie kommen von weit her. Die geheimnisvollen drei Könige oder die drei Weisen aus dem Morgenland. Ein Stern habe sie nach Bethlehem geleitet. So erzählt die Bibel. Wirklichkeit oder Legende? Die Wissenschaftler haben versucht, mit modernen Methoden der alten Geschichte auf den Grund zu gehen. Nach biblischer Überlieferung hat ein geheimnisvoller Stern den Weg nach Bethlehem gewiesen. Astronomen können heute die Planetenkonstellationen zur Zeit Jesu rekonstruieren. Exakt am 12. November des Jahres 7 vor Christus, das beweist der Blick in die Vergangenheit des Sternenhimmels, gab es wirklich eine ungewöhnliche Himmelserscheinung. Eine erstaunliche Übereinstimmung mit Aufzeichnungen aus dem alten Babylon. Moderne Lasertechnik hilft, die Botschaften der Keilschrifttafeln zu entschlüsseln. Die Texte beweisen, sogar die sternenkundigen Babylonier berechneten die Himmelserscheinung voraus,
die im Jahr 7 vor Christus über Palästina dann tatsächlich zu sehen waren. Wurde Jesus also in Wirklichkeit 7 Jahre früher geboren? Oder hat man das spektakuläre Sternenleuchten erst später mit der Geburt Jesu in Verbindung gebracht? Der Stern von Bethlehem ist eine Fiktion. Ich kann zeigen, dass der neue Politiker, der neue König, der neue Herrscher, wenn er auftritt, immer wieder mit einem aufgehenden Stern verglichen wird. Das geht mit den Pharaonen los und hört mit Mao Zedong auf. Und von daher ist es gar kein Wunder, dass eben auch Jesus als der neugeborene König der Juden mit dem aufgehenden Stern identifiziert wird. Weise Männer aus dem Morgenland, so berichtet die Bibel, seien zum Geburtsort Jesu gezogen. Spätere Legenden haben daraus 3 Könige gemacht und ihnen die Namen Kaspar, Melchior und Balthasar gegeben. Ihr Ziel hieß Bethlehem. Wo heute eine moderne Stadt steht, weideten vor 2000 Jahren Schafe. Nach der Bibel kam Jesus hier in einem Stall zur Welt. Eine kleine Grotte verehren Christen noch heute als den Platz, an dem Maria ihr Kind gebar, als sie vor 2000 Jahren nach langer Fußreise hier ankam. Wir wissen aus Texten aus der damaligen Zeit, dass man durchaus zur Steuerfestsetzung an seinen Geburtsort gehen musste. Also dieser Erzählzug in den Evangelien passt durchaus zusammen mit dem, was man aus der damaligen Welt gekannt hat. Aber die Bibel erzählt noch eine spannende Parallelgeschichte, in der es um Verfolgung und Mord geht. Sie handelt von König Herodes, dem gefährlichen Gegenspieler Jesu. In die Geschichte ist der jüdische König als einer der größten Bauherren der Antike eingegangen. Seine Visionen von einem glanzvollen Jerusalem setzt er in die Tat um. Er lässt auf dem Areal des alten Tempels einen neuen errichten, größer als die Bauten seiner Vorgänger. Das Gotteshaus galt den Zeitgenossen als eines der prachtvollsten Gebäude der antiken Welt. Nur das mächtige Fundament hat die Zeiten überdauert. Eindrucksvolles Zeugnis eines Herrschers, der sich mit allen Mitteln beliebt machen wollte. Er war nicht von vornherein gebürtiger Jude und hatte daher auch große Schwierigkeiten, einfach um Anerkennung als König zu kämpfen. Und ich denke, der ganze Tempelbau und sein sonstiges Verhalten sollte auch eben seinen Anspruch, ein ebenbürtiger und glaubwürdiger König zu sein, entsprechend unterstreichen. Auf der anderen Seite war er aber auch ein König, der seine Herrschaftsansprüche mit ziemlich großer Brutalität durchzusetzen versucht hat. Herodes, ein Mann, der seine Brutalität mit Geschenken versüßt, sogar mit einem Tempel. Doch das Volk kann er damit nicht kaufen. Überall sieht er Menschen, die ihm nach dem Leben trachten. Mehr und mehr leidet er an Verfolgungswahn. Er beginnt, gegen seine Feinde zu wüten, auch gegen die, die er sich nur einbildet. Mariamne, eine seiner Ehefrauen, lässt er in einem Honigfass ertränken. Und er schreckt auch nicht davor zurück, seine eigenen Söhne zu ermorden. Die Erinnerung an die schrecklichen Exzesse hat auch die Bibel bewahrt. Die Erinnerung an hinterhältige Morde bei Nacht und Nebel und an eine besonders abscheuliche Tat. Als man ihm die Geburt Jesu, des neuen Königs der Juden, prophezeit, befiehlt er, alle Neugeborenen in Bethlehem zu töten. Der berüchtigte Kindermord von Bethlehem. Herodes, ein blindwütiger Massenmörder? Ein spektakulärer Fund in der Hafenstadt Aschkelon an der israelischen Mittelmeerküste gibt eine überraschende Antwort auf die Frage. Aschkelon war zu Zeiten Jesu einer der wichtigsten Häfen Palästinas. Die antike Kaimauer ist längst ein Raub der Gezeiten geworden. Aber hinter den ehemaligen Hafenanlagen blieben die Fundamente der Häuser erhalten. Hier machten Archäologen vor wenigen Jahren eine grausige Entdeckung. In einer Grube inmitten des Wohnviertels fanden sie Hunderte von Babyknochen. Wie Gerichtsmediziner feststellten, fast ausschließlich von Jungen unter 2 Jahren. Ermordet.
Man fand die Skelette, konnte sie auf die Zeit des Herodes datieren. Also ein nachgewiesenes, archäologisch nachgewiesenes Kindermordereignis. Und so viel darf man also sagen, das verhält sich durchaus auch in der gleichen Zeit, parallel zu dem Kindermord von Bethlehem. Ob auch Bethlehem damals Schauplatz eines Kindermords war, ob König Herodes Jesus nachstellen ließ, lässt sich nicht beweisen. Aber der Mord an den Kindern von Aschkelon und die Brutalität, mit der Herodes regierte, machen die Legende zumindest glaubhaft. Wahrheit oder Legende? Das ist die Frage, die sich alle biblischen Geschichten gefallen lassen müssen. Und die Bibel hat doch recht, so lautete der Titel eines erfolgreichen Buches. Aber will die Bibel überhaupt recht haben? Es sind ja gläubige Menschen gewesen, die die Geschichte von Jesus aufgeschrieben haben. Und nach ihnen kamen noch viele, viele andere Christen. Sie alle haben an dem Bild, das man sich von Jesus macht, kräftig gefeilt. Die vielen Gesichter Jesu. So verschieden kann man sich Jesus vorstellen. Und alle diese Bilder haben nur eine einzige Grundlage: die Berichte der gläubigen Jesus-Anhänger, so wie sie im Neuen Testament überliefert sind. Versucht man darüber hinaus historische Beweise zu finden, dann muss man lange suchen. Fast 100 Jahre hat es nach Christi Geburt gedauert, bis überhaupt ein nichtchristlicher Schriftsteller von Jesus Notiz genommen hat. Flavius Josephus hieß dieser Autor, und was er schreibt, ist nicht gerade viel. Jesus war Vollbringer ungewöhnlicher Taten und Lehrer aller Menschen. Das ist alles reichlich mager. Man kann sich daher gut vorstellen, was es für die Bibelforscher bedeutet hat, als man vor gut 50 Jahren im Heiligen Land einen sensationellen Fund machte, der Licht ins Dunkel brachte. Sommer 1948. Ein Beduinenjunge in den Bergen am Toten Meer entdeckt den Eingang einer Höhle. Von Staub bedeckt lagern Gefäße darin. Sie enthalten uralte Schriften. Im Laufe der Jahre entdecken Archäologen noch hunderte solcher Texte. Als die Schriftrollen von Qumran sorgen sie seitdem für Diskussion. Ihren Namen erhielten sie von der nahegelegenen Siedlung Qumran. Hier wohnten, weit ab von den Städten, fromme Juden, Angehörige einer Sekte, die sich Essener nannten und ein Leben nach strengen religiösen Regeln führten. Die Schriften wurden, wie man heute weiß, von mehr als 500 Kopisten verfasst. Einzigartige Dokumente aus der Epoche Jesu. Durch ihre Entdeckung kann sich die Forschung ein genaues Bild von den Verhältnissen machen, unter denen das Christentum entstand. Es ist einer besonderen jüdischen Tradition zu verdanken, der extremen Wertschätzung heiliger Texte, dass diese Berichte aus der Epoche Jesu Jahrtausende überdauert haben. Die frommen Männer legten die Schriften in Tongefäße und lagerten sie anschließend in den trockenen Höhlen. Auf diese Weise konservierten sie die Schriftrollen von Qumran. Bis in unsere Tage. Direkte Bezüge zwischen dem frühen Christentum und Qumran gibt es meiner Meinung nach nicht. Aber sehr wohl ein großer Beitrag zum Verständnis des Kontextes, des jüdischen Umfeldes, in denen die ersten Christen sich bewegt haben und über die theologischen Themen, die auch damals in der Zeit ganz virulent gewesen sind. Themen wie die Taufe. Auch Jesus, so erzählen die Evangelien, geht zu einem Mann, dessen dramatische Predigt Hunderte anzieht. Johannes der Täufer. Die Menschen kommen zu ihm, weil sie das Ende der Welt erwarten und sich durch die rituelle Reinigung von den Sünden darauf vorbereiten wollen. Die Bibel beschreibt Johannes als Sonderling, der in der Wildnis lebt, sich in Felle kleidet und sich von Heuschrecken ernährt. Hier im Jordantal, gut 50 Kilometer östlich von Jerusalem, mitten in der Wüste, wird er zum Anziehungspunkt für die Desorientierten und Suchenden.
Die Evangelien nennen den Ort Bethanien jenseits des Jordan. Ein Platz, der heute in Jordanien liegt, unmittelbar an der israelischen Grenze. Hier sind Archäologen auf die Spuren einer Anlage aus der Zeit Jesu gestoßen. Die Funde lassen darauf schließen, dass hier tatsächlich die Stelle ist, an der Johannes einst die Gläubigen ins Wasser tauchte. Und wo auch Jesus ihn aufsuchte, diesen rebellischen Prediger, der alles andere als ein weltfremder Prophet war. Im Gegenteil, er mischt sich in das Geschäft der Mächtigen ein. Ja, er wagt es sogar, öffentlich den König zu kritisieren. Das ruft die Ordnungsmacht auf den Plan. Der Prediger wird verhaftet und abgeführt. Johannes der Täufer ist in Konflikt mit der Politik geraten. Wir haben ja ganz ähnliche, ja, fundamentalistische Bewegungen innerhalb der jüdischen Religion in dieser Zeit. Denken Sie an die Essener, denken Sie an die Qumran-Leute, denken Sie an die Therapeuten. Es gibt ja verschiedene Gruppen, zu denen auch Johannes der Täufer zu zählen ist. Und der macht halt nun den Fehler, dass er dem König also aus seiner Sicht die Wahrheit sagt. Und in dem Augenblick, wo ein Prophet sich in die Politik einmischt und dem König sagt, du hast die verkehrte Frau geheiratet, dann schlägt er natürlich zu. Seine Einmischung sollte Johannes den Kopf kosten. Er bezichtigt König Herodes der Blutschande, weil er eine Verwandte geheiratet hat. Eine schlimme Sünde und ein schwerer Vorwurf nach jüdischem Recht. Johannes war zu weit gegangen. Herodes reagiert prompt. Er schickt seine Häscher und lässt den gefährlichen Kritiker in seine Festung Machaerus bringen. Hier entscheidet sich das Schicksal Johannes des Täufers. Die schöne Salome will seinen Tod. Denn mit dem Vorwurf der Blutschande hat Johannes auch ihre Mutter, die Ehefrau des Herodes, beleidigt. Salome betört ihren Stiefvater mit einem Tanz, um ihren Rachewunsch zu erfüllen. In einer Schüssel bringt man ihr den abgeschlagenen Kopf des Mannes, den sie so sehr hasst. Schreckliches Ende eines mutigen Idealisten, der die religiöse Erneuerung wollte. Ich halte es für absolut plausibel, wenn man es vergleicht mit ähnlichen Geschichten bei römischen oder griechischen Geschichtsschreibern, wie es an so hellenisierten Höfen auch einfach abging, wenn man das modern sagen kann, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass eben die Favoritin oder eine Bekannte des Herrschers einen Wunsch frei hatte und dann eben gerade derjenige, der einem so auf den Nerven fällt, dann glauben muss. Das halte ich für durchaus wahrscheinlich. Abgesehen davon ist es eine unglaublich packend erzählte Geschichte. Die Ermordung des prominenten Predigers verschärft das politische Klima. Die Welt der Evangelien, sie war alles andere als friedlich. Die Gesellschaft dieser Zeit steckt in einer tiefen Depression. Von Reformen redet hier längst niemand mehr. Viele Menschen erwarten den Messias, den Gesalbten, der das Ende der Welt einläutet. Es ist die große Stunde der Revolutionäre, der Propheten und vielleicht auch der Scharlatane. Wissenschaftler haben einmal genau nachgezählt. 9 Propheten, 7 Rebellen und 5 Erlösergestalten sind in dieser Zeit historisch auszumachen. Und zu allen späteren Zeiten sind ihnen weitere nachgefolgt. Bis in unsere Zeit. Das ist der vorläufig letzte jüdische Messias, Menachem Schneerson. Er starb in New York im Jahre 1994. Und das sind historische Filmaufnahmen von ihm. Seine Anhänger hielten ihn für den leibhaftigen Boten Gottes, mit dem eine neue Epoche beginnen sollte. Genau wie es einst die Jünger von Jesus glaubten. Das Reich Gottes sollte endgültig anbrechen. Wie kam es, dass Jesus so ungeheuer erfolgreich war, dass sein Wirken in die Gründung der größten Religion der Welt mündete? Das ist das große Rätsel der Geschichte. Jesus, der Mann aus Nazareth, der Wanderprediger, kommt zu den Menschen mit Botschaften, die alle verstehen.
Er benutzt die einfache Sprache des Volkes. Er ist ein Mann aus Galiläa. Fischer vom See Genezareth schließen sich ihm an. Sie werden seine Jünger und folgen ihm 2 Jahre lang auf allen seinen Wegen, bis zu seinem Tod. Weit waren diese Strecken nicht. Der Wirkungskreis Jesu, ein kleines Gebiet, Orte, die nur wenige Kilometer voneinander entfernt liegen. Die Synagoge von Kapernaum gehörte dazu. Archäologen haben das Gebäude, das noch lange nach Jesus als Gotteshaus diente, exakt rekonstruiert. Räume, durch die der Mann aus Nazareth vor 2000 Jahren gegangen ist. Jesus könnte sie noch mit eigenen Augen gesehen haben, die Synagoge von Kapernaum. Der jüdische Glaube, er ist sein Glaube. Zeit seines Lebens hat er dieses Erbe nie in Frage gestellt. Im Gegenteil. Er sucht die Synagogen auf, um Menschen den Glauben zu predigen, so wie er ihn versteht. Und seine Botschaft wird gehört. Sie trifft das Bedürfnis der Menschen nach Orientierung. Sie stillt Sehnsüchte. Das Erfolgsgeheimnis seiner Botschaft? Jesus kündigt den Anbruch einer neuen Zeit an. Das Ende der alten Welt, auf deren Trümmern das Reich Gottes errichtet werden wird. Eine Hoffnung, die damals viele Menschen hegen. Und noch etwas ist es, was die Menschen an Jesus fasziniert, was sie nachfolgen lässt. Sie trauen ihm zu, er könne mit Gott in direkte Verbindung treten. Er könnte die Brücke schlagen zwischen ihnen und Gott. Ein Mystiker? Ein Mystiker, ein jüdischer Mystiker in der damaligen Zeit, ist jemand, der durch besondere Versenkung und Techniken vor den göttlichen Thron gelangen kann, in eine jenseitige Welt, mit einer jenseitigen Welt Kontakt aufnehmen kann. Die Bibel berichtet, dass Jesus übernatürliche Kräfte besitzt. Er erweckt einen Toten mit Namen Lazarus wieder zum Leben. Und von noch anderen ungewöhnlichen Fähigkeiten wird erzählt. Auf einer Hochzeit verwandelt Jesus Wasser zu Wein. Die Bibel schildert Jesus als Mann, der die Stürme besänftigt, der auf dem Wasser geht, der Dämonen austreibt. Er war exorzistisch tätig und hat das beschrieben: Ich treibe die Dämonen aus. Er hat also damals, in manchen Teilen der Welt ja auch noch heute, Krankheiten darauf zurückgeführt auf Dämonen. Und er trieb die Dämonen aus und heilte damit die Leute von den Krankheiten. Also er war ein Exorzist. Die vielen Facetten Jesu, sie haben alle etwas gemein. Sie stellen die bestehende Ordnung in Frage. Und Jesus, der Rebell, ist mutig. Er wagt sich nach Jerusalem, in das jüdische Machtzentrum. In seinen Augen ist der Tempel, das Haus Gottes, entweiht. Kaufleute haben sich breit gemacht. Händler verdienen an Opfertieren, Geldwechsler an der Tempelsteuer. Es wird geschachert und gefeilscht. Jesus, so erzählt die Bibel, wird handgreiflich. Seine Attacke gegen die Geschäftemacherei ist vor allem ein Angriff gegen die mächtige Priesterschaft, die daran mitverdient. Ich denke, er war schon ein politischer Mensch. Vielleicht war auch das mit ein Grund, dass er wagte, da nach Jerusalem zu gehen, in die Schaltzentrale gewissermaßen des Judentums und wollte dort das Feuer des Gottesreichs anzünden. Vielleicht auch bewusst mit dem Risiko, dass man ihn dort nicht akzeptieren würde. Und so war es dann. Jesus kennt das Risiko. Er ahnt, dass er seine Mission mit dem Tode bezahlen wird. Ist das der Grund, warum er seine Jünger zu einem letzten Abendmahl versammelt? So jedenfalls schildert es die Bibel. Das letzte Abendmahl. Wohl eine der berühmtesten Szenen der Bibel. Viele Künstler haben sie dargestellt, auch der große Renaissance-Maler Leonardo da Vinci.
Ein Gemälde voller Geheimnisse. Besonders auffällig, einer der Männer, der Lieblingsjünger Johannes, hat weibliche Gesichtszüge. Wollte Leonardo damit andeuten, dieser Jünger sei in Wirklichkeit eine Frau gewesen? Vielleicht Maria Magdalena, die Sünderin. Ihr wird eine besondere Beziehung zu Jesus nachgesagt. Spekulationen darüber blühen in Filmen und Romanen. Jesus und Maria Magdalena. Eine tragische Liebesgeschichte? Die Grenzen einer Beziehung zwischen Mann und Frau, sofern sie nicht oder noch nicht verheiratet waren, waren im antiken Judentum sehr eng gesteckt. Und hätte Jesus oder hätten Maria Magdalena und Jesus das durchbrochen und aus diesem Verhältnis von Lehrer zu Schülerin etwas Intimeres gemacht, es muss ja nicht gleich bis in die letzten Konsequenzen gegangen sein, es hätten auch Andeutungen der Intimität ausgereicht, wäre das Ganze sofort zu einem Skandal geworden und die öffentliche Wirksamkeit Jesu wäre von der einen Stunde auf die andere beendet gewesen. Die Chronologie der letzten Tage und Stunden im Leben Jesu sind in der Bibel in allen Einzelheiten festgehalten. Ein Verrat besiegelt das Schicksal Jesu. Einer seiner Jünger mit Namen Judas hat sich von der etablierten Priesterschaft bestechen lassen. Sein Begrüßungskuss ist das Zeichen für die Häscher, wen sie verhaften sollen. Der Judaslohn ist sprichwörtlich geworden für einen bezahlten Verrat. Und der Verräter zum Inbegriff einer tragischen Figur. Aus Reue über seine hinterhältige Tat begeht er Selbstmord. Jesus lässt sich ohne Widerstand festnehmen. Hat er sich in sein Schicksal gefügt? Er muss das Ende, das ihn erwartet, vorausgesehen haben. Denn mit Menschen, die als Unruhestifter und Aufrührer angeklagt werden, macht man damals kurzen Prozess. Für die jüdischen Priester ist Jesus ein Gotteslästerer und einer, der ihre Autorität untergräbt. Auch die Bürger von Jerusalem fordern seinen Tod. Die römische Staatsmacht, so erzählt die Bibel, beugt sich dem Druck der Straße und verurteilt Jesus. Ein Justizmord. Oder ein rechtmäßiges Verfahren? Hatte Jesus nicht gegen römische Gesetze verstoßen? War es nicht geradezu die Pflicht des römischen Statthalters, einen möglichen blutigen Aufstand durch die Hinrichtung des Aufrührers im Keim zu ersticken? Nach der Lex Julia Majestatis, wenn man das verdeutschen will, müsste man sagen, nach dem Gesetz des Kaisers Augustus zur Wahrung der römischen Staatsautorität, reichte der Vorwurf, der gegen Jesus erhoben wurde, er wolle Messias, ins Griechische übersetzt Basileus, also König, König der Juden sein, vollkommen aus, um ihn zum Tode verurteilen zu lassen. Aber warum wäscht der Statthalter Pilatus seine Hände in Unschuld, wie die Bibel schreibt? Kamen ihm doch Zweifel an der Moral dieser Entscheidung? Die Spekulationen über Jesus sind oft kräftig ins Kraut geschossen. Das liegt hauptsächlich wohl daran, dass es außer der Bibel keinen einzigen handfesten Beweis für die Existenz Jesu gibt. Das heißt, vielleicht doch. Alles war eigentlich Routine. Der italienische Fotograf Secundo Pia machte ein Foto vom sogenannten Leichentuch von Turin. Der Überlieferung nach war das das Tuch, das den Leichnam Jesu nach der Kreuzigung bedeckt haben soll. Nun, auf dem Leichentuch selbst war mit bloßem Auge nicht viel zu erkennen. Als aber der Fotograf das kontrastreiche Negativ entwickelte, da kam die große Überraschung zutage. Ist das Gesicht Jesu, die Gestalt des Gekreuzigten? Viele Menschen glauben das. Und die Forscher haben alles daran gesetzt, herauszubekommen, ob dieser Beweis der Existenz Jesu wirklich hieb- und stichfest ist. Das Grabtuch von Turin.
Die Frage nach seiner Echtheit hält seit Jahrzehnten Forscher in Atem. Ist es eine raffinierte Fälschung des Mittelalters, wie manche Wissenschaftler nachzuweisen versuchten? Jüngste Untersuchungen sprechen eher für die Echtheit des Tuches. Denn vor zwei Jahrtausenden wurden wirklich solche Gewebe im Nahen Osten hergestellt. Das lässt sich am Webmuster und an der Art, wie die Textilien vernäht wurden, belegen. Israelische Forscher wollen es genauer wissen. Sie suchen nach mikroskopischen Spuren, die Hinweise auf den Entstehungsort des Tuches geben könnten. Winzige Partikel aus der Umwelt, die in das Gewebe eingedrungen sind. Und tatsächlich, zwischen den Fasern machen die Forscher eine sensationelle Entdeckung. Pollen, winzige Samenkapseln, biologische Fingerabdrücke, Identitätsnachweis einer bestimmten Gegend. Ich konnte eindeutig Pflanzen aus der Umgebung von Jerusalem nachweisen. Eine von ihnen, sie heißt Gundelia, haben wir an der rechten Schulter des Abdrucks von dem Mann auf dem Leichentuch gefunden. Eine andere entdeckten wir im Bereich des Brustkorbs. Sie heißt Zygophyllum und ist eine Pflanze, die am Toten Meer wächst. Die dritte fanden wir in der Nähe des linken Ohrs. Eine Steinrose, Cystus. Sie kommt bei Jerusalem und weiter westlich vor. Das Leichentuch von Turin. Vielleicht der einzig erhaltene Gegenstand, der direkte Berührung mit Jesus hatte. Sollte es sich wirklich als echt erweisen, dann wären damit der Nachwelt tatsächlich die Gesichtszüge Jesu erhalten. Der Hunger nach Reliquien, nach anfassbaren Gegenständen von Jesus Christus, war besonders im wundergläubigen Mittelalter riesig groß. Natürlich war klar, von Jesus selbst konnte auf Erden nichts zurückgeblieben sein, denn er war ja dem Glauben nach leiblich in den Himmel entschwunden. Aber von allen Dingen, die er berührt hatte, wollten die Gläubigen möglichst viel sichern. Besonders von dem zentralen Ereignis, der Kreuzigung. Vom Kreuz, an dem Jesus hing, tauchten im Laufe der Jahrhunderte unzählige Splitter auf. Und mit den Nägeln, die Jesu durch Füße und Hände getrieben worden sein sollen, steht es genauso. Das Geschäft des frommen Betrugs florierte im Mittelalter. Und jede Menge Nägel und Holzsplitter zu fälschen, das war nun wirklich kein Problem. Schwieriger wäre es ohne Zweifel, so ein Kreuzesteil zu imitieren. Den sogenannten Titulus, oben am Kreuz, auf dem üblicherweise das Verbrechen eines Todeskandidaten angegeben war. Die Bibel beschreibt es sehr genau. Jesus von Nazareth, König der Juden, soll auf dem Schild gestanden haben. Vom Kreuz, das Jesus trug, ist nichts erhalten, was einer strengen wissenschaftlichen Prüfung standhält. Aber römischer Ordnungssinn hat für ein Dokument gesorgt, von dessen Echtheit einige Forscher überzeugt sind. Diese Holztafel wird in den antiken textlichen Quellen sehr früh und mehrfach erwähnt. Wo ist sie geblieben? Es hat sich inzwischen herausgestellt, dass ein Teil von drei Teilen sich noch heute in einer Kirche in Rom befindet, einer Kirche, die über dem ehemaligen Palast der Kaiserin Helena erbaut wurde im 4. Jahrhundert. Und Helena, die Mutter Konstantins des Großen, war es auch, die diese Holztafel in Jerusalem 328 nach Christus wiederentdeckte. In der römischen Kirche Santa Croce wird die Holztafel als Reliquie gehütet. Carsten Tiede ist fest davon überzeugt, Beweise gefunden zu haben, dass es sich nicht wie bei den meisten Reliquien um eine fromme Fälschung handelt. Sowohl die Beschaffenheit des Walnussholzes als auch die Anordnung des Textes sprechen für die Echtheit des Titulus. Hier aber haben wir nun nach den Methoden, mit denen man solche Gegenstände untersuchen kann, die Möglichkeit zu sagen, es ist ein echtes Objekt, das mit der Kreuzigung Jesu verbunden war. Und das macht es einzigartig im doppelten Sinne.
Zum einen, weil es so nah an Jesus im Augenblick seines Todes dran war, Zentimeter über seinem Kopf. Zum anderen aber, weil es bis in unsere Zeit erhalten geblieben ist. Auf dem Brett ist das Wort Nazareth in drei Sprachen eingeritzt. Der Schreiber beging dabei einen Fehler. Er schrieb Latein und Griechisch, wie Hebräisch, von rechts nach links. Ein Fälscher hätte das wohl kaum getan. Der Tag, an dem der unbekannte Schreiber die Inschrift einritzte, das war der Tag, an dem Jesus starb. Karfreitag. Es war der Tag, an dem eine neue Religion geboren wurde. Die Bibel, bis dahin die Heilige Schrift der Juden, wurde jetzt mit der Geschichte Jesu fortgeschrieben. Das Neue Testament entstand. Und mit ihm ein ganz neuer Glaube. Wer von diesen Menschen hätte damals vermuten können, dass dieser Glaube einmal zur größten Religion der Welt heranreifen würde? Mit dem Tod Christi war auch diese Geschichte der Bibel eigentlich zu Ende. Selbst die Jünger Jesu haben das zunächst geglaubt. Aber es ist etwas ganz Besonderes mit den Geschichten dieses Buches. Das Ende in der Bibel ist oft ein Anfang. So war es schon bei Adam und Eva, bei Noah oder bei Moses. Der Tod Jesu war in Wirklichkeit der Beginn einer neuen Weltreligion. Der Beginn der 2000-jährigen Geschichte des Christentums. Es ist schon faszinierend. Bereits vor fast 2000 Jahren wurden die letzten Kapitel der Bibel geschrieben. Aber ausgelesen wurde die Bibel bis heute nicht. Immer wieder kann man etwas Neues in den Seiten entdecken. Vielleicht ist die Bibel das einzige Buch, das niemals ein Ende hat.